Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Putting Nightmare. In der letzten Episode geschah irgendetwas, schaut euch die Episode noch selber an. Wir machen jetzt hier weiter im alten und für uns zugleich neuen Dusty Creek. Ein Arbeitsplan. Schauen wir doch mal ins Haus. Dafür, dass dieser Ort so alt ist und zugesandet, sieht sie ziemlich gut aus. Vielleicht wurde er konserviert durch den Sand. Eher nicht. Ein alter Zeitungsartikel. Im Artikel geht es um die Gründung der Minenstadt Dusty Creek. Ein Siedler entdeckte zufällig, dass sich im Berg eine reiche Goldader befand und zog mit zwei anderen Familien hierher. In der Nähe lebte ein Stamm von Indianern, mit dem die Silda in Streit gerieten. Für die Indianer war der Berg heilig. Der Streit gipfelte dann darin, dass die Indianer Gold aus der Mine gestohlen haben. Ist an sich erstaunlich, wie schnell Protagonisten oder beliebige Charaktere, je nachdem, Zeitungsartikel lesen können und dann den Inhalt in Kürze wiedergeben können. Im Fass ist abgestandenes Wasser. Na, besser als schlechte Charaktere. Nichts Besonderes. An der Wand ist eine runde Vertiefung. Oh, eine runde Rätselvertiefung nehme ich an. Ganz normale Betten nehme ich hier an. Und Geschirrbestecke. Die Tür ist abgeschlossen. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht ansprechen. Eigentlich wollte ich diese Objekte daneben ansprechen. Doch anscheinend gibt es hier in diesem Haus nichts weiter. Nun gut. Ich hoffe, die beiden haben den Sturz überlebt. Und ich werde nicht nach ihnen rufen. Ein tiefer Brunnen. Die Tür ist abgeschlossen. Und die Flasche überlebt den Sandsturm aufrecht. Mehrere Holzkisten. Da steht eine Flasche drauf. Nimm die Flasche mit. Alkohol. Der Mineneingang wurde zugemauert. Dann müssen wir wohl hier weiter, nehme ich an. Ja, hier blinkt es. Hier sind wir richtig. Da liegt ein alter Zeitungsartikel. Er berichtet darüber, dass alle Indianer aus einer Siedlung in der Nähe von einem Tag auf den anderen urplötzlich verschwanden. Im Lager fanden sich auch keine Spuren von einem Kampf, aber da die Indianer nie wieder auftauchten, gingen die Behörden davon aus, dass sie alle von einem anderen Stamm getötet wurden. Der einzige Überlebende war der alte Medizinmann, der einen befreundeten Stamm besucht hatte. Unser Medizinmann. Vielleicht. Medaillon erhalten. Na, wo muss das wohl rein? Aber so einfach wird das sicherlich nicht sein. Oder etwa doch? Kommt schon, Leute, das ist ein Kelvin-Spiel. An der Wand ist eine runde Vertiefung. Wir können es mal ausprobieren. Wer auch immer so etwas hier installiert. Ja, die Rätsel sind etwas fehlplatziert. Von vorne bis hinten. Das war's, ja? Na gut, besser als nichts. Ich vermute mal, das hat hier die Tür geöffnet. Wie auch immer der Mechanismus genau funktionieren soll. Die Tür ist abgeschlossen. Was hat das Ganze dann getan? Also ich meine, Ach, ich musste mehrfach draufdrücken. Das war Zufall. Wir hätten jetzt noch eine ganze Weile weiter irren können. Und... Nee, jetzt mal ernsthaft. Videospiele, Rätsellogik, schön und gut. Aber schaut euch diese Bruchbude an. Das ist eine Holzbruchbude. Ja? Da kann nichts Großartiges irgendwo installiert sein. Die Wände sind keine Doppelwände, das sind einfache Wände. Das ist ein altes, verdammtes Haus. Und da ist irgendein Mechanismus installiert, der durch die Wand geht, dann bis zu dieser Tür, um die Ecke... Wie? Ohne Elektronik zu benutzen. Wie? Sprengsatz erhalten. Das ist einer der Punkte, die mich an diesem Spiel nicht wirklich erfreuen. Rostigen Schlüssel erhalten. Gut, jetzt haben wir... Es ist zu ruhig. Dynamit und einen rostigen Schlüssel. Das ist... Erstmal speichern. Der andere Punkt, der mir nicht gefällt, sind die Charaktere. Ein weiterer Zeitungsartikel. Dort steht, dass das erste Kind, das in der Siedlung geboren wurde, schrecklich missgebildet gewesen ist. Trotz der vielen Missbildungen war es aber lebensfähig.
Einer anderen Familie blieb dieses Unglück erspart. Ihr Kind kam völlig gesund zur Welt. Im Laufe von 2 Jahren wurden noch 3 weitere Kinder geboren. Obwohl sie alle körperlich gesund waren, fielen sie doch durch ihr ungewöhnlich aggressives Verhalten auf. Ich denke mir jetzt meinen Teil. Aber ich denke mir noch nicht zu viel. Zündkasten erhalten. Windrosenhinweis. Windroseninweis. Auf dem Zettel ist eine Windrose aufgezeichnet. Mehr Rätsel. Mit indianischen Zeichen. Warum eigentlich? Es sei denn, die Bewohner von Dusty Creek sind selber Indianer. Warum sollten sie sonst ständig Indianer-Symbole verwenden? Verstehe ich nicht. Okay. Also das dort oben interpretiere ich jetzt als Handschuh. Es wurde gefragt, wie Handschuh? Das sieht doch gar nicht aus wie ein Handschuh. Na doch, so ein Topflappenhandschuh. Kennt ihr nicht? So, also Topflappenhandschuh, Schlange, Vogel vielleicht? Baum. Okay. Weihnachtsbaum. Ist ja auch bald wieder Weihnachten. Ist das auch irgendetwas? Gar nichts. Nee. Die Tür ist abgeschlossen. Aber wie ich zu den Charakteren stehe und was mir an diesem Spiel gefällt und was mir an diesem Spiel gefällt, werde ich noch ganz speziell dann am Ende dieses Let's Plays nennen. Denn jetzt so während des Spielens fällt das ein bisschen schwer. Da kann ich nur hier und da mal ganz flott sagen, hey, finde ich gut, hey, finde ich nicht gut. Aber die große, gewaltige Zusammenfassung, das geht während des Spielens leider nicht. Da muss ich mich schon anderweitig konzentrieren. Und ihr wollt ja auch nicht sehen, wie ich jetzt hier auf der Stelle stehen bleibe und rede. Sondern ihr wollt sehen, wie das Spiel vorwärts kommt. Und wie alles explodiert! Yay! Zum Glück hat das keine weiteren Löcher in den Boden gerissen. 2 Leute stehen hier drauf. Auf einem... Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aus was besteht der Boden? Der muss doch künstlich nachgegossen worden sein. Das kann nicht eine alte Schaufel. Das kann nicht natürlich sein. Naja. Ein Schieberätsel. Of course. Die Kisten sind fest verschlossen. Die Kisten sind fest verschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Natürlich ist sie abgeschlossen, aber nicht mit einem gewöhnlichen Schlüssel, nein, sondern mit einem Rätsel. Schlüssel. Aha. Kleine Frage. Wer baut so etwas? Wozu sollte jemand so etwas bauen? Dieses Rätsel ist höchst unnatürlich. Man kann auch natürliche Rätsel einbauen. Das hier ist keines. So, der Topflappenhandschuh kommt nach oben. Müssen die Bewohner, die ehemaligen Bewohner der Mine dann auch jedes Mal dieses Rätsel lösen? Ich meine, das ist kein Dungeon, wo etwas versteckt gehalten bleiben soll. Oder vielleicht doch? Und das ist eine ganz normale Holztür, die durch einen super komplizierten, nicht sichtbaren Mechanismus abgeschlossen ist. Wer macht so etwas? Wenn dann noch bitte eine Stahltür. Wenn schon, denn schon. Nur so als Beispiel. Noch ein Zeitungsartikel. Dort wird berichtet, dass die Bewohner Dusty Creek nach 5 Jahren aufgegeben haben. Die Mine warf kaum noch Gold ab und die Angriffe durch wilde Tiere häuften sich. In der Mine? Am Ende glaubten die Bewohner, die Mine sei verflucht. Also wahrscheinlich Riesenskorpione und Kojoten und... Riesenskorpione. Und Riesenskorpione. Sie zogen in das benachbarte Tal und gründeten dort eine neue Stadt, der sie auch den Namen Dusty Creek gaben, da ja schon der alte Name so viel Glück brachte. Dummköpfe. Glauben die denn nicht an Aberglauben, diese Narren? Ich habe übrigens wieder Cappuccino. Den könnt ihr nicht schmecken, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Oh, hi. Ah, Jake! Ellen, ich hab euch nicht vermisst. Also ich nicht. Ich hab schon Angst gehabt, ihr hättet euch verletzt. Aber ist alles in Ordnung, oder? Ja, immer so 50 Meter
durch ein Loch fallen, ne? Das tut ja keinem weh. Ich bin ja auf Allen gelandet. Wir waren nur kurz weggetreten, sonst ist alles okay. Das muss die Mine sein, von der Indianer gesprochen hat. Hast du diesen Schränchen gefunden? Nein. Ich habe mich hier aber auch noch nicht umgeschaut. Und die beiden häkelten Tischdeckchen, während sie hier unten waren, oder... Wieso erfahren wir nichts über sie? Dort ist eine Tür. Merkt ihr, je länger ein Let's Play bei mir geht, desto mehr habe ich zu meckern. Aber je mehr Videos ich habe, desto mehr kann ich mir auch ansehen, desto größere, mehrere, also die Retroperspektive ist größer, ne? Und daher kann ich auch mehr kritisieren, ne? Dafür bin ich ja da. Nicht etwa, um euch zu unterhalten. Nein, nein, nur zum Kritisieren. Nur zum Kritisieren. Ausschließlich. Sie hat kein normales Schloss. Hier sind mehrere Zahnräder. Natürlich hat es das. Es ist abstrus. Du bist doch so schlau. So eine Tür wirst du doch bestimmt aufkriegen. Ich bin Physiker und kein Einbrecher. Aber vielleicht finde ich heraus, wie man sie öffnet. Nur so viel. Wir beide können uns ja so lange den anderen Gang ansehen. Okay. Der Typ ist bestimmt nicht verrückt. Wahnsinnig. Ein Psychopath. Der war immer so gut, auf uns alle zu sprechen. Und wollte mir nie ans Leder. Oder mich ins Bett bekommen. Ich fühle mich voll wohl in seiner Nähe. Charakterentwicklung, was ist das denn? Hier ist auch nur ein langer Minenschacht. Der Schrein ist bestimmt hinter der Tür. Ihre Ficken oder was? Jetzt haben wir endlich mal Ruhe vor diesem Idioten. Die Charaktere sind nicht irgendwie ein bisschen vorhersehbar. Stereotypen hier, Stereotypen da. Wie ich schon mal sagte, Calvin kann nur 3 Charaktere umsetzen. Nee, ernsthaft mal, in jedem seiner Spiele. Stereotypen. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Mensch, was wohl? Was? Was ist... Jetzt habe ich weitergedrückt, sorry. Vom ersten Augenblick an, als wir uns in der Bar getroffen haben, war mir klar, dass wir beide zusammengehören. Und ich weiß, dass du genauso denkst. Ich habe gemerkt, wie du mir die ganze Zeit angeschaut hast, wie du dich nach mir verzerrt hast. Bist du verrückt geworden? Du tust mir weh. Stell dich nicht so an, du willst es doch auch hier in der dreckigen Mine, wo uns niemand hören kann. Kann. Was ist hier nur los? Du solltest dir doch um diese verdammte Tür kümmern. Ja, aber ich kann weiter als nur eine Map hören. Lass sie sofort los, sonst mache ich dich mit meiner überragenden Physik fertig. Sie gehört mir, hast du es verstanden? Was hat er für ein Problem? Habe ich gesagt, dass ich etwas von ihr will? Die ist sowieso nichts für mich. So eine ungebildete Dorfschlampe. Was? Ich bin keine Dorfschlampe. Ungebildete Dorfschlampe? Versuche nicht, dich jetzt rauszureden. Lass uns das hier und jetzt regeln. Wenn du unbedingt willst, ich habe keine Angst vor dir, weil... Du hast ja nur eine Knarre. Und bist ein Brutalo. Und bist wahrscheinlich stärker als ich. Aber mein überragender Intellekt wird dich fertig machen. Mit meinen Gehirnwellenstrahlen. Wie gefällt dir das? Von dir, Bastard, lasse ich mich nicht fertig machen. Drehst du jetzt völlig durch? Die Tür ist offen. Was war das für ein Geräusch? Hat die mit seiner übergebraten? Aber selbst wenn, es ist mir als Spieler scheißegal. Mir ist Jake scheißegal, ich hoffe sogar ihm geschieht das Allerschlimmste. Und mir ist Alan völlig egal. Der mag zwar ganz nett sein, aber ich kann mit ihm absolut nichts verbinden. Mit Sandra kann ich eigentlich auch nichts verbinden. Sie ist die Protagonistin, das war's. Noch ein Massengrab. Die Fähne ehrlich gesagt, ich kann sie nicht mal leiden. Ey, meine Eltern, die sind so doof und jetzt bleibe ich hier und mal sehen, was ich jetzt in diesem Silent Hill so erlebe, das mich vom Gegenteil überzeugt. Oh, gar nichts. Ich weiß nicht, worauf das Spiel hinaus will. Ich weiß nicht, was es erreichen will. Keine Ahnung.
Aber gut, ist ein älteres Spiel. Und Urban Nightmare hat's ja so viel besser gemacht. Nee. Ich klinge heute ein bisschen gereizt. Kann sein. Keine Ahnung. Heute habe ich besonders Lust zu kritisieren. Die Federn und der Schmuck, das müssen Indianer gewesen sein. Welche Federn? Töten. Was? Was war das? Du musst sie töten. Diese Stimme, sie kommt direkt aus meinem Kopf und sie ist männlich. Sie müssen bestraft werden. Wurde Dusty Creek vielleicht auf einem alten Indianerfriedhof gebaut? Bitte hör auf. Töte sie. Sondra, wieso läufst du vor mir weg? Jake, bitte, ich... Die Schminke steht dir richtig gut. Das Blut meine ich. Du gehörst mir ganz alleine. Ist es das, was diese toten Indianer zu ihm flüsterten? Ficken? Oder, um es mit ihren Worten zu sagen, Ficken, ficke sie jetzt. Ich habe dein ewiges Weg laufen langsam satt. Wenn du mir damit aufhörst, breche ich dir deine verdammten Beine. Oh, das liebe ich. Sandra. Das bedeutet Krieg. Kalter Krieg. Mach die Tür auf, Sandra. Warum tust du das? Du fällst dich ja schon genauso wie die Bewohner aus Dusty Creek. Schon von Anfang an und ich hab das nie bemerkt, weil ich doof bin. Mach die Tür auf. Schade, dass diese Träume nie irgendwas bedeuteten und ich mich nie dran erinnern kann. Verdammt, was ist das? Wieso wurden die Träume dann überhaupt erst eingeführt, wenn sie keinerlei Bedeutung besitzen, außer dass der Spieler was daraus interpretieren kann? Sie hat doch die Träume, nicht der Spieler. Sie muss sich doch irgendwie daran erinnern. Sie muss das irgendwie... Na, ist egal. Jake? Oh nein. Sind Sie schon hier? Ich dachte, wir hätten mehr Zeit. Das ist einer der toten Indianer. Und er ist verstorben. Ich komme hier nicht weg. Was soll ich denn tun? Der Schalter dort... Es muss einfach funktionieren. Ein Schalter tut immer irgendwas. Standard Kelvin Kampf Nummer 23. Weiche dem Indianer aus, bis der Steg ausgefahren ist. Sahen wir schon 500 Mal. Gefühlte. Weil irgendein Mechanismus sich aufladen muss, bis irgendwas passiert. Und in 90% der Fälle ist das Aufladen völlig fehlplatziert. Oh Gott, diese Musik! Es ist viel epischer als... Also es klingt viel epischer, als es eigentlich ist. Und ich kann auf keinen Fall rüberspringen. Mein Rucksack ist doch viel zu schwer. Ich drücke nichts. Mein Güte, ist es episch. Ein anderer Grund, warum ich nicht weiß, in welche Richtung dieses Spiel möchte, ist die Musik. Es wird oft Silent Hill Musik verwendet. Die könnte auch Silent Hill sein. Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht, aber sie klingt sehr, ja... Sie klingt wie aus diesem Raum. Und Silent Hill ist für Horrorwelten bekannt. But not this time. Es wird die Musik verwendet. Es sollte daher auch davon ausgegangen werden, dass Kelvin in die gleiche Richtung möchte. Um die gleiche Atmosphäre zu erzielen. Aber die Atmosphäre von Desert Nightmare ist eine ganz andere. Ah, da müssen wir doch nicht etwa hin. Hallo, Maker-KI. How's your sex life? Ich muss sagen, das Spiel fing gut an. Es machte doch Laune. Irgendwie hatte es Abwechslung in sich.
Denn klar, das Spiel fing ja gerade erst an. Irgendwo muss ja da Abwechslung sein. Wie erst nach rechts. No. Aber letztlich irgendwie wiederholt sich alles. Und diese komischen Rätsel sind das Allerkomischste. Aha. Was wollen die Indianer überhaupt von mir? Jetzt helfen sie mir, jetzt wollen sie mich umbringen. Entscheidet euch doch mal. Oh, no's. Und wie werden diese Indianer erklärt? Warum verfolgen sie mich? Warum leben sie wieder? Bislang gab es kein Phänomen, das dem gleichkam. Riesensandwürmer? Okay. Kann ich mitleben. Irgendeine Spezies, die noch nie jemand entdeckte. Oder irgendeine Mutation. Okay, kann ich mitleben. Die seltsamen Kreaturen. Kann ich mitleben. Wahrscheinlich sind das diese Missgeburten, von denen in dem Zeitungsartikel berichtet wurde. Hey, wir haben ihn irgendwie geglitscht. Das ist gut. Oh, ist doch nicht. Cappuccino wieder hinstellen. Aber das hier. Wahrscheinlich liegt ein Fluch auf der Stadt. Das muss der Schrein sein. Dann schreien wir ihn mal an. Beutel. Im Beutel befindet sich weißes Pulver. Jetzt, wo wir kurz davor sind, quasi das Spiel zu schaffen, wäre hier nicht ein ganz normaler Indianer an den toten Indianern vorbeigekommen? Gut, wir mussten die Mine erst aufsprengen, aber... Hey, wir spielen ein junges Mädchen, das dazu in der Lage ist, eine Mine aufzusprengen. Was kann wohl ein Indianer, der sich ein bisschen mit der Moderne auskennt, hoffe ich. Wobei nun Dynamit und Zünder jetzt auch nicht gerade zur Moderne gehört. Nicht zwangsweise. Hey, ist es jetzt vorbei? Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als diesen Ort endlich zu verlassen. Ich hoffe, Jake ist tot. Ich hoffe, Alan lebt noch. Der kann Auto fahren. Gap. Sind die zu Staub zerfallen, verbrannt? Weil wir den Staub in den Schrein warfen? Als der Indianer mich alleine zurückließ, machte es mir schon nichts mehr aus. Ich war es ja gewohnt. Plötzlich kann ich Auto fahren. Irgendwie schaffte ich es, mit Alans Wagen die nächste Stadt zu erreichen und die Polizei zu benachrichtigen. Doch die fanden in Dusty Creek nur noch verbrannte Leichen. Ah, okay. Also klar, sie können natürlich Auto fahren. So schwer kann es auch nicht sein. In dem Moment, als das Pulver in der Flamme des Schreines verglühte, erlosch auch das Leben von Dusty Creeks Bewohnern. Als ob sie nun den Preis für ihre Taten bezahlen müssen. Von der Polizei erfuhr ich auch, dass meine Eltern noch im Leben waren. Ich hatte mich geirrt. Mein Vater wollte in Dusty Creek gar nicht Halt machen. Dup-di-du. Sie waren schon auf dem Weg zur nächsten größeren Stadt, als sie einen Unfall hatten, bei dem sie schwer verletzt wurden. Ein Trucker fand sie dann und alarmierte den Rettungsdienst. Sind trotzdem beschissene Eltern, wenn sie einfach weiterfahren. Nur wegen so einer dummen Bemerkung ihrer Tochter, also bitte. Es war wohl der gleiche Trucker, der auch Jake mitgenommen hatte, deswegen konnte der meinen Rucksack aus dem Auto stehlen. Mir wurde schlagartig klar, wie einfach ich allem hätte aus dem Weg gehen können. Indem ich in der Sonne verbrannt wäre, wenn ich einfach Dusty Creek vorbeigegangen wäre. Und dann hätten mich Riesenskorpione getötet. Mensch, das wäre so einfach gewesen. Es sind nun viele Jahre vergangen und ich habe mir wieder einigermaßen ins Leben zurückgefunden. Doch noch heute wache ich oft in der Nacht auf, weil mich das, was in der Stadt passiert ist, in meinen Träumen verfolgt. Ich wünschte, ich könnte alles einfach vergessen, aber so sehr ich auch versuche, mich abzulenken, die Erinnerung kommt immer wieder. Mir bleibt keine andere Wahl, als damit zu leben.
Desert Nightmare, liebe Leute. Ein Spiel von Calvin. Steht gleich da. Steht sicherlich gleich da. Von wem soll es sonst sein? Wir wissen es. Ich hab's ja schon gesagt. Steht in der Videobeschreibung. Und wenn ihr selber spielen wollt, folgt der Videobeschreibung. Konzept und Umsetzung Calvin. Yippie-yay-yay. Lässt sich auch sehr gut lesen. Wer das über das Foto scrollt? Nee, nicht wirklich. Beta-Tester. Alles Biohazard, bla 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 bla. Ihr könnt selber lesen. Das war auf jeden Fall Let's Play Desert Nightmare von Calvin. Das Spiel ist, wenn ich es in einem Wort zusammenfassen darf, okay. Es ist okay. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr sie ruhig haben. Aber ich denke, von einem objektiven Standpunkt her ist es okay. Was haltet ihr vom Spiel? Wie würdet ihr es kritisieren? Was würdet ihr kritisieren? Wo würdet ihr Lob ansetzen? Würde mich interessieren, wie nach jedem Projekt. Was haltet ihr vom Spiel? Gebt auch bitte euer Feedback in die Kommentare. Bevor ich mit meiner Wertung komme. Gut, ich habe schon ein bisschen bewertet. Während des Spiels, jetzt auch gerade in dieser letzten Aufnahmesession. Lasst euch davon nicht ablenken. Wenn ich damit eure Meinung treffe, ist es gut. Natürlich, of course. Ja, das war's auf jeden Fall von diesem Projekt. Und von mir. Das war Let's Play Desert Nightmare von Calvin, kommentiert von SchrimG. Und sollte euch dies hier gefallen haben, dann schaut auch in meiner alten oder aktuellen oder falls ihr neu dabei seid und abonnieren wollt, werdet ihr auch hoffentlich in die zukünftigen Projekte schauen. Denn dann habt ihr immer was zu tun. Bis zum nächsten Projekt oder einem alten.